Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Valheim. Und heute gibt es sehr viel zu tun. Ich habe mir schon eine kleine To-Do-Liste aufgeschrieben. Ich wollte mal gucken, ob die Bäume hier eventuell schon gewachsen sind, aber wahrscheinlich noch nicht, ne? Das haben wir ja letztes Mal direkt im Anschluss gemacht. Die brauchen wahrscheinlich noch ein Weilchen. Aber mir ist etwas aufgefallen. Und zwar war das hier unten bei unserem Lootloch. Da habe ich ja oben eine Laterne ran gemacht und ich finde, irgendwie fehlt hier auch noch eine. Da. Und weil das schnell geht, mache ich das mal eben fix. Wir haben hier noch eine Laterne drin. Außerdem hole ich von unten zwei Kupferbarren. Hier. Und natürlich eine kleine Kette. Und eventuell, weiß ich nicht genau, könnten wir auch wieder ein paar Laternen nachproduzieren. Würde ich aber erst dann machen, wenn wir sie brauchen, ne? Also geht ja eigentlich auch so. Metallteile. Hier. So. Dann 6 und Lantern. Ich könnte was zu essen vertragen. Ja, ich snack gleich. Und dann irgendwie dachte ich hier oben dran. Verdammt. Da brauche ich jetzt natürlich wieder einen guten Anbaupunkt. Wenn ich mal E mache. Das finde ich zu weit unten und das ist zu weit oben. So, ne? Ja. Scheiße. Das habe ich mir schon wieder einfacher vorgestellt. Wenn ich so mache. Nee, dann hängt die zu weit oben. Das finde ich doof. Oh. Na toll, jetzt ist der Stuff oben. Kann ich da eigentlich drauf? Komme ich von hier nach oben? Nee, ne? Okay, super. Ja, dann gehe ich nochmal kurz hoch. Plusti! Und hol den Stuff. Oder ist das egal? Soll ich das einfach auch ein bisschen weiter runterhängen lassen? Na, warte, ich habe eine Idee. Wir haben doch hier direkt das Holz. Dann mache ich einfach mir einen Anbaupunkt, so wie ich ihn haben möchte. So. Und irgendwie mal so zum Beispiel. So und ja, das ist natürlich schief. Und wenn ich den so mache. Ja, das könnte ich machen. Bauen. Bread. Und so. Zum Beispiel. Dann kann ich die nämlich hier gegen platzieren, wie ich lustig bin. So, ja, perfekt. So, dass das nicht unten durchragt, aber so ist. Zack, weg damit. Ja, das finde ich gut. Das finde ich super. Obwohl der jetzt ein bisschen zu weit raushängt. So viel zum Thema super. Oh nee, jetzt muss ich dann schon wieder das von oben holen. Weißt du was, ich baue hier mal kurz Treppen hin. Scheiße, jetzt hänge ich da schon wieder viel zu lang dran. Ich dachte eigentlich, das ist eine Sache von ein paar Sekunden. Aber wenn wir das machen, dann natürlich richtig. So. Kann ich die Stufe auch noch? Ja. Und wenn ich das jetzt uprise. Ist das richtig? Ja. Dann habe ich die Sachen, ne? Gut. Okay, nochmal. Sorry. Was heißt hier sorry? So ist das nun mal. Ich mach mal so. Und probier mal. Wenn ich die hier so gegen mache. Ja, dann kann ich die nämlich mehr so verschwinden lassen, ne? Nur ein winzig kleines bisschen. So, zum Beispiel. Soll ja auch nach was aussehen, ne? Wenn schon, denn schon. So. Und ein Stück nach unten. Na, da ist natürlich jetzt genau mein Kopf im Weg. Das finde ich immer sehr nervig. Damit ich, ne, damit ich sehe, dass die Spitze da nicht unten rausragt, mache ich ein Stück weiter nach oben. So. Und zack. Jo, so lasse ich das jetzt. Und die Leiter wieder weg. So wie die hier. Ja, so finde ich das gut. Und dann das Holz wieder rein. Sehr gut. Und etwas steht nämlich auch noch heute an, weil ich habe festgestellt, dass wir kaum noch gelbe Pilze haben. Das heißt kaum noch, aber da sollten wir auf jeden Fall nachzüchten. Und das machen wir direkt als erstes, weil das ja auch entsprechend länger braucht. Und dann können wir auch gleich wieder ein bisschen Yggdrasil-Harz holen. Also hindurch. Sehr gut. Zack. Zack. Und zack. Und dann schmeiße ich das mal hier hin. Einen Augenblick. Okay, alles klar. Ich wollte nur kurz gucken, ob mit der Aufnahme alles richtig ist. Aber das sieht sehr gut aus. So, gelbe Pilze. Ich mache hier einfach wieder volle Karacho. Hätte ich mal vorher was essen sollen. Ich hau mir das hier mal rein. Weil Ausdauer brauchen wir dafür, ja.
Und natürlich wieder nicht zu dicht. Aber andererseits können wir hier auch spreaden. Wir kriegen ja immer das Dreifache wieder raus. Gott sei Dank. Und natürlich müssen wir auch aufpassen, dass hier keine hässlichen kommen. Sieht aber gut aus. So. Perfekt. Und ich weiß schon, weiß eigentlich auch gar nicht, was wir als nächstes machen. Ich habe übrigens nochmal recherchiert. Helixon hat was geschrieben, bezogen auf die Trophäen. Und das hatte ich tatsächlich in der vorherigen Recherche auch herausgefunden. Trophäen gehen tatsächlich unter. Also beim Kampf gegen die Seeschlange habe ich ja gesagt, dann jumpe ich einfach hinterher. Aber es gibt, wenn die sterben, ist es ja normalerweise so, dass ein Mob dann einen kurzen Moment braucht, bis es so despawnt, ne? Also so zerplatzt und dann kommt erst der Loot. Bei einer Seeschlange allerdings, das ist mir bei der Aufnahme aufgefallen, kommt das sofort. Also sobald sie tot ist, despawnt sie sofort und ich habe überhaupt nicht die Zeit hinterher zu springen. Das heißt, die Trophäe würde untergehen. Und dann ist mir aufgefallen, dass der Ort, wo wir die ganze Zeit die Seeschlangen jagen, dass der eigentlich denkbar schlecht dafür ist, weil wir haben viel zu wenig Land in der Nähe. Und ich überlege, wo wir das dann stattdessen machen. Wir bräuchten eigentlich sozusagen eine Stelle, wo zwar Ozean ist, so eine Art, weiß ich nicht, so eine Bucht irgendwie. Und in jeder Umgebung ist trotzdem Land. Ich kann zum Beispiel mal gucken, zum Beispiel hier sowas, ne? Dass ich hier was finde und dann ziehe ich die hier ran. Aber hier sind Mistlands, das heißt, hier könnten auch Gyalts rumfliegen. Hier sind Ebenen, da könnten, ne, hier da, links und rechts ist Land, das ist perfekt. Aber Ebenen, da kommen Moskitos. Das heißt, ich suche mal irgendwie sowas hier. Oder? Hier. Ah, obwohl, ist das hier Ozean? Da steht's, düster Wald. Stimmt, das so kann ich ja auch gucken. Hier ist Ozean. Hier, ne? Wollen wir hier? Direkt beim Altar. Schwimmende Felsen? Ja, ich glaube, das bietet sich an. Oder hier an der Küste, direkt bei unserer Mainbase. Ja, hier ist wiederum Sumpf. Und da kommen dann die Hässlichen an. Ja, ich mache das hier. Ganz ehrlich. Also zum Altar. Und etwas anderes ist mir aufgefallen. Die spawnen ja doch tags. Über letztes Mal ist trotzdem eine da gewesen, die am Tag gespawnt ist. Haben die das geändert? Steht das im Wiki wieder falsch? Kann es sein, dass nicht alles, was im Wiki steht, hundertprozentig wahr ist? Gut, wie auch immer, hindurch. So, dann laufen wir mal nach unten und bringen erstmal den Stuff weg. What I say? Hier, Magiekiste. Und dann würde ich sagen, wir machen das einfach mal, dass wir auf Trophäenjagd gehen. Nehmen das Schiff mit. Ach ja, und noch etwas habe ich gesehen. Thomas hat das geschrieben. Man kann Schiffe doch reparieren. Ich bin mir zu 100% sicher. Das haben wir mehrfach ausprobiert und festgestellt, dass es nicht klappt. Ne? Heißt ja aber nichts. Kann ja auch einfach sein, dass ich, weiß ich nicht, das irgendwie immer verkackt habe. Oder es kann sein, dass sie das geändert haben. Weil ich bin mir sehr, sehr sicher, dass es eigentlich nicht ging. Weil das wiederum bedeutet, dass wir beim Ozean überall noch ein paar Workbenches hinbauen können. Das kann ich vielleicht mal eben machen, weil das sollte schnell gehen. Ich nehme hier mal, ich glaube 20 reichen. Dann machen wir zwei Workbenches und die baue ich unter die Steine. Das geht ja recht fix. Das mache ich mal eben schnell. Und dann können wir das auch direkt testen, ob man das Schiff reparieren kann oder nicht. So, und dann dachte ich nämlich einfach hier zum Beispiel. Würde sich ja anbieten. Oh, jetzt habe ich die Hacke doch wieder mitgenommen. Ich narr. Den Hammer hier hin. 6. Und wenn ich den hier abreiße, ich glaube, da ist eine Dingensbench, Workbench drin. Ne? Ich mache mal hier. Ja, sehr gut. Wo ist denn der Stein? Liegt der jetzt unten? Da liegt der, ne? Ja, das ist natürlich nicht so gut. Hätte ich ein bisschen Stein mitnehmen sollen. Warte mal, ich mach mal kurz hier. Ach ja, die Wellen, ey. Ich erinnere mich, das war so ein Krampf, das hier alles zu bauen, weil immer dieser Wellengang war. Pass auf, ich weiß, wie ich das mache. Ich mach das von oben. So. Kann ich ja gleich alles wieder hinbauen. Ich mach mal so, so. Und so. Und dann da eine Workbench hin. Wenn das überhaupt geht. Geht nicht, weil da Wasser ist, ne? Das ist hier nicht möglich.
Warum ist das nicht möglich? Weil das über dem Meeresspiegel ist? Ja, ne? Ach so, ich verstehe. Gut. Wenn das so ist, dann mache ich das anders. Dann sieht man die Workbench halt. Ich wollte die eigentlich verstecken. Aber wenn das nicht unterhalb des Meeresspiegels geht, dann verstecke ich sie eben nicht. Stelle ich sie halt eben hier oben hin. So, so. So, und die Dinge wieder ran. Hä? Das kann ja nicht sein. Habe ich den... Ich habe den Stein nicht aufgenommen. Gut. Na los, komm. Wo ist er denn? Ach, da unten ganz. Na toll. Jetzt lass mich runter. Ozean, du nervst mit deinem Wellengang. Komme ich genau nicht ran. Willst du mich verarschen? Na los! Oh Mann, ist das gerade schon wieder nervig. Soll ich hier einfach irgendwo einen Stein klauen? Nee. Okay. Was soll's. Dann baue ich das jetzt erstmal so. So und so. Dann fehlt da zwar ein Stein, aber den sieht man sowieso nicht. Und dann mache ich jetzt hier einfach eine Workbench hin. Fertig. So. So und eine noch hier hin. Weil hier ist ja unser Bauplatz sozusagen, ne? Und dann mache ich das mal. Ich baue mir hier das Schiff hin. So. Der hat jetzt Schaden genommen. Und ich schmeiße sogar noch mal einen Feuerball drauf. Ach ja, dafür brauche ich Eider. Na los, komm. So. Und jetzt probiere ich mal zu reparieren. Doch, tatsächlich. Hm, okay. Ich habe nichts gesagt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es mal nicht ging. Aber es kann auch sein, dass es ewig her ist oder dass ich es immer verkackt habe. Wie auch immer. Ich mache das Ding kaputt. Und dann gehen wir zum Altar. Und auf Seeschlangenjagd, würde ich sagen. So. Warum dauert denn das so lang? Weil wir nass sind, ne? Glaube ich. Kein mit dem Stuff. Halt, die Nägel. Jetzt haben wir sie. Sehr gut. Und dann würde ich sagen, auf zum Altar. Sehr gut. Warum ist das hier? Ach ja, weil ich das X dahin gemacht habe, damit wir hier besser bauen können. Und hier auch, ne? Das mache ich mal wieder weg. So. Sehr gut. Fehlt noch was. Ich glaube, wir haben alles, was wir brauchen. Wir haben die Harpune. Ich mache mal hier die Ausdauertränke so und das so. Ja, ich mache mal so. Hm. Und die Hacke schmeiße ich mal runter. So. Sehr gut. Ja, und wir gehen dann durch. So. Unser wunderschöner Altar mit unserem Jahresbaum. Nice. Okay. Und wir laufen einfach mal dahin. Richtung Küste. Ich habe kein Holz für die Dingens mitgenommen, ne? Für eine Workbench. Das kann ich mir auch unterwegs besorgen. Would I say? Ich mach mal hier so. Ach komm. Mach dich doch nicht lächerlich. Na, also entweder du läufst weg oder ich bring dich um. Du hast die Wahl. So, hier haben wir 8. 2 fehlen noch. Und 9 und 10. So, ah, rote Pilze. Die lasse ich nicht liegen. 4 sind es. Dann trage ich die sogar ein. So. RP4. Sehr gut. Und ihr geht mir ein bisschen auf die Nerven. Bam! Oh, dieses Geschrei immer. Oh Mann. So. Workbench. Oh, ist natürlich auch neblig jetzt, ne? Und ich riskiere es einfach tatsächlich, das jetzt mal am Tag auszuprobieren. Ganz ehrlich. Also, weil letztes Mal haben wir da auch Seeschlangen gefunden. Gut möglich, dass es jetzt auch am Tag geht. Wir haben auch immer noch die Drachenmutterfähigkeit. Perfekt. Also, jump. Und let's go. Und dann bleibe ich immer in Küstennähe. Ah, nee, gar nicht. Wir müssen ja schon Biom Ozean haben. Ah, okay, jetzt habe ich das Schiff hier vielleicht ein bisschen fail platziert. Ich schieb's mal so hin. So, High Speed. Der driftet auch, ne?
Also der driftet nach links, weil der Wind von links kommt. Das finde ich irgendwie cool. Erinnert mich ein bisschen an Sea of Thieves. Da ist das ähnlich. Gut, wie auch immer. Ich fahre mal hier so lang. Quer fällt ein. Mehr fällt ein. Quer mehr ein. Keine Ahnung. Und soll ich mal die Fähigkeit anmachen? Ja, ne? Let's go. So, hier ist auch Ozeanmusik. Das freut mich natürlich. Augen offen halten. Gott sei Dank sind die Seeschlangen auch leicht zu erkennen, weil die so leuchtende Augen haben. Sogar durch den Nebel sollte man sie, glaube ich, erkennen können. Ist das bescheuert, dass ich hier jetzt rumfahre? Eigentlich nicht, ne? In der letzten Folge konnten wir Seeschlangen auch am Tag finden. Ich bin mir ziemlich sicher, das geht. Ich probiere es einfach. Ne? Und, ach ja, genau. Ich kann hier übrigens mal meine To-Do-Liste. Ozean-Workbench haben wir gemacht. Gelbe Pilze haben wir gemacht. Dann die Trophäenjagd. Kann es sein, dass die Wahrscheinlichkeit einfach nur steigt, wenn es regnet oder stürmisch ist? Wenn es regnet oder Nacht ist? Das stimmt, ich erinnere mich, als ich mit den Jungs unterwegs war und gesagt habe, Seeschlangen sind selten, haben wir auch eine am Tag entdeckt. Da bin ich mir sogar ziemlich sicher. Ja, ich glaube nämlich, das ist entweder geändert worden oder wieder einmal falsch im Wiki eingetragen. Warum sind wir denn so langsam? Oder kommt mir das nur so vor? Sind wir nicht normalerweise viel schneller auf Highspeed? Gut. What should it? Hauptsache, wir kommen voran. So, und oben steht immer noch Ozean. Jetzt zum Beispiel ist Grasland. Dann drehe ich bei und wir fahren wieder in die andere Richtung. Und theoretisch können wir dann ja sogar auch warten. Wenn es jetzt Nacht wird, können wir ja trotzdem einfach wieder weitermachen, ne? Würde ich sagen. Wobei... Oh, Vorsicht. Ja. Ich glaube, das passt schon. Hier der Loot. Ja, hier ist nix. Natürlich nicht. Stimmt, das können wir dann nebenbei auch machen, dass wir dieses komplette Gebiet hier vielleicht erkunden. Dass ich dann hier gleich mal so lang fahre. Oder wenn ich hier zurückfahre, mache ich so. Dann fahre ich hier lang. Und dann hier lang. Ne? Stück für Stück werden die Karten gefüllt. Ah, die Sonne geht auch unter. Bitte ja. Hier sind schon wieder ganz viele Fischis. Finde ich aber auch immer richtig nice, wenn ein Fisch auf unser Schiff springt. Dann können wir es einfach einsammeln. Die Wahrscheinlichkeit ist natürlich extrem gering. Stimmt, man könnte sich einfach dort, wo sich viele Fische aufhalten, mit dem Schiff hinstellen und dann einfach warten, ne? Also AFK gehen. Und wenn wir dann wiederkommen, müssten hier ja ganz viele Fische liegen, weil wenn sie erstmal drauf liegen, jumpen sie ja nicht wieder rein. Oder? Nee. Ich glaube, die bewegen sich dann nicht mehr. So, ich fahre nochmal bis zur Küste, bis das Biom sich ändert. Noch sind wir im Ozean. Oh, schön ruhige See. Das mag ich. Besser als eben gerade, wo der ganze Nebel war. So, ich drehe mal bei. Hätte ich die Drachenmutterfähigkeit, hätte ich damit warten sollen? Ich glaube, das ist okay, ne? Hier ist es wieder neblig. Ich glaube, weil wir im Grasland-Biom sind. Das sollte gleich, wenn wir zum Ozean kommen, sich wieder ändern. Und nicht wieder den Fehler machen, eine Seeschlange zu übersehen. Da habe ich auch einen Tipp von Helixon bekommen. Ich glaube, Helixon war es. Ja. Dass einfach ein bisschen Schaden machen, dann verfolgen die einen. So auf Hälfte runter oder so. Dann mit der Harpune fangen und an Land ziehen. Weil das eine Mal ist ja eine dann abgehauen. Das war richtig ärgerlich. Boah, jetzt ist aber sehr schnell dunkel geworden. Okay. So. Perfekt. Auch was das Erkunden angeht. Kann sogar vielleicht ein Stück nach links. Und hier zum Beispiel sind wir wieder so weit auf dem offenen Meer. Da wäre es dann natürlich schwierig, sie irgendwie an Land zu bekommen. Ich hoffe, dass wenn eine Seeschlange kommt, wir zufällig auch in Küstennähe sind.
Ich sollte dann einfach schnell auf der Karte gucken, wo das nächste Land ist. So, Rundumblick. Alles gut. Alles still. Ist natürlich schade. Ja, und mein Auge spielt mir die ganze Zeit Streiche, aber das sind alles nur Wellen. Ah, Moonlight Shadow. Habe ich so ein Ohrwurm gehabt, ne, als ich die Folge so genannt habe. Ihr doch bestimmt auch. Ja, die Fähigkeit von der Drachenmutter funktioniert nicht mehr. Ich fahre mal kurz hier so ein Stück rein, so. Muss ich paddeln, aber einfach damit es entdeckt ist, ne? Oben. Seeschlangen, nee, nix. Und wir drehen bei, damit wir wieder Wind haben. Jetzt erst beginnt die Nachtmusik. So dunkel, bevor es überhaupt richtig Nacht wurde, na gut. So, ich fahre mal so lang. Und jetzt die Augen offen halten. Oh, das sieht so cool aus, finde ich. So ein schönes Spiel, ey. Dabei ist es so simpel gemacht. Aber es ist so, als ob sie genau auf das Richtige geachtet hätten, um das Ambiente einzufangen, um die Immersion zu stärken. Ist da Land? Nee, sah nur so aus, glaube ich. So, hier lang. Halt! Ein Stück weiter nach rechts. Hä? Haben wir nur so einen kleinen Klecks Erkundungsradius? Hm. Na gut. So, Seeschlangen, wo seid ihr? Kommt schon. Ich fordere euch heraus. Ja, hier ist doch jetzt eigentlich ideal. Wir sind auf dem Ozean und es ist Nacht. Verdammt, ich wünschte, man könnte irgendwie mit einem Item die Spawnrate erhöhen. Oder dass wir zum Beispiel einen Angelköder einfach irgendwie... Weiß ich nicht. Ja, okay, das macht ja keinen Sinn, ne? Na doch, eigentlich schon. So eine Art, wie so ein Sharkbait. Einfach so ein blutiges Stück oder so. Und dann locken wir Seeschlangen an. Das wäre voll geil. Aber gut, dann nicht. Sind wir wieder einmal abhängig von Fortuna. Vom RNG-Gott. Ich gehe mal hier so hin. So. Und beidrehen, schnell. Sonst krachen wir dann noch ins Land. Wow. Aber es reicht genau. Und ich glaube, wenn wir genau gedreht haben, sind wir perfekt wieder im Wind. Ja, warte. Ich fahre mal hier ein Stück geradeaus. Musik ändert sich. Graslandmusik wahrscheinlich. Ja, und immer wenn wir im Grasland sind, wird es nebelig. Das ist gut zu wissen. Also, dass es bioabhängig ist, das wusste ich nicht. Ich dachte, dass wenn es neblig ist im Grasland und wir sind auf dem Ozean, dann wird es da genauso neblig sein. Ist aber nicht so. So, noch ein Stück und beidrehen. Und Highspeed. Mann! Weil wir brauchen zwei Trophäen, ne? Eine für die Angelkiste und eine für die Trophäenkiste. Aber dann können wir das endlich abhaken. Weil, ne, diese unvollständigen Lager, ihr wisst, das kann ich nicht ab. Dann müssen wir das einfach abfarmen. So, ich fahre mal hier ein Stück lang, damit da keine hässliche Lücke ist. So. Und soll ich einfach tatsächlich weiterfahren? Also auch tagsüber? Was meint ihr? Völlig unerheblich, was ihr meint, ne? Weil ich kann jetzt nicht warten, bis ihr geantwortet habt.
Also muss ich doch schon selber entscheiden. Na gut. So, ja, das hier können wir eigentlich auch noch erkunden. Und hier wären wir auch näher an Küste. Eigentlich besser, ne? So, Augen offen halten. Ach, das war ein Fisch. Ich dachte gerade, wie kommt denn hier ein Schlundegel her? So, ich fahre mal hier lang. Und würde tatsächlich dann auch in der Küstennähe bleiben. Aber trotzdem darauf achten, da, ne? Oben links steht jetzt ein Düsterwald. Ich glaube, das bedeutet, dass hier nichts spawnt. Oder? Oder ist das für uns unerheblich? Also, wo wir sind, ist egal. Und nur der Spot ist wichtig. Also, weil da hinten ist ja trotzdem Ozean, dass da trotzdem eine Seeschlange spawnt. Ich habe keine Ahnung. Dieses Spawnverhalten ist irgendwie... scheint ein wenig random. So, hier lang. Ein bisschen weiter rein, damit sich das wieder zu Ozean wandelt. Man erkennt das auch an diesem Blau, ne? Auf der Minimap. Ja. Das hier, dieses, wo es so seicht ist, ist immer ein anderes Biom. Na, kommt schon. Ich habe keinen Bock, das die ganze Zeit hier zu machen. Es gibt so viel zu tun. Und jetzt hängen wir hier auf dem Meer, weißt du? Oh, wir sind gar nicht gut ausgeruht. Das wiederum ist gar nicht gut. Weil theoretisch können wir die Ausdauer dann entsprechend gut gebrauchen. Aber andererseits... da sind Fischis. Aber andererseits haben wir ja auch unseren Trank. Und nur weil, zum Beispiel, wenn wir die Harpune haben, zieht er ja die ganze Zeit an uns. Und je doller er zieht, umso mehr Ausdauer zählt er auch. Aber wenn er weg ist, ist es nicht wie beim Angeln, wir können nochmal von vorne beginnen, sondern er hat sich zwar gelöst, ist aber immer noch sozusagen im Kampfmodus, ne? Denke ich mal. Speichere Welt in 30 Sekunden. Heißt das, in 30 Sekunden des Morgens? Ich glaube ja, ne? So. Ach, wir sind hier im Grasland. Ups. Da sollte ich mal drauf achten. Ich fahre nochmal hier so lang, um die Lücke zu füllen. So. Keine Seeschlange. Und hier lang. So. Und ich würde es tatsächlich machen. Ich würde auch jetzt am Tag noch weiter suchen. Weil irgendwie... oder war das Buggy letztes Mal? Das kann ja nicht sein. Weil normalerweise, so dachte ich, sie sind nachts da. Und wenn es zum Beispiel, wir kämpfen gegen die und es wird morgens, dann hauen die eigentlich ab. Aber die ist ja nicht nur am Tag gespawnt, sondern hat ja trotzdem mit uns gekämpft und ist nicht abgehauen. Keine Ahnung. Also irgendwie ist das auch sehr uneinsichtig. Oder gibt es das irgendwie in den Patch Notes? Habe ich da irgendwas in den Patch Notes nicht gelesen? Ich lese mir natürlich auch nicht jedes einzelne Ding durch und kann mir das alles merken. Das wäre vielleicht auch ein bisschen zu viel verlangt. So, hier lang. Und dann noch diese Küstenregion mitnehmen. Ja. Oh, wie schön das aussieht, wenn das gefüllt ist, ey. Stimmt, das wäre auch cool. Ein Item, dass wir diesen Radius höher haben. Den Entdeckerradius. Huch. Dass dann irgendwie hier dieser Kreis sozusagen ein bisschen größer wird. Das wäre richtig nice. Wüsste ich allerdings nicht, was es sein sollte. Kein Plan. Aber die haben sich ja auch mit der Taschenlampe was Cleveres einfallen lassen mit dieser Krone. Hier lang. Und ich drehe tatsächlich mal komplett, also mache einen U-Turn und gehe hier nochmal lang. Also so müsste ich, glaube ich, wegen Wind. Halt, so. Ne, man kann übrigens, wenn man keinen Wind mehr hat und man paddelt, kann man auch schneller drehen. So. Und let's go. Sehr gut. Und ich riskiere es einfach.
Ich würde jetzt auch sagen, ich spul's vor. Will ich aber gar nicht. Da müsst ihr jetzt auch durch. Und ich habe echt die Illusion, dass das klappen könnte. Komm schon. So, hier haben wir leider keinen Wind. Hätte ich kreuzen sollen, ne? Wenn ich so fahre. Ah, so. Ah, der Wind dreht sich. Perfekt. Genau, wie wir es gerade gebrauchen können. Dankeschön. Windgott. Wer war denn nochmal der Windgott? Ich glaube, es gibt vier Windgötter, ne? Ost, West, Süd und Nord. Ich glaube sogar, die Himmelsrichtungen sind nach eben diesen Windgöttern benannt. Aus der nordischen Mythologie, glaube ich. Nur heißen die dann nicht Nord und so, sondern hieß irgendwie Norse oder irgendwie sowas, ne? Und dann ist der Norden für den kalten Wind, der Süden für den warmen Wind. Ich glaube, Osten steht für Frühling und Westen für Herbst oder andersrum. Ich glaube, die haben dann auch sozusagen jeder Himmelsrichtung eine Jahreszeit zugeordnet, aber ich weiß es nicht genau. Sehr faszinierend. So. Ja. So. Und Highspeed. Ist das dämlich, was ich hier gerade mache? Ich habe irgendwie das Gefühl, das ist dämlich, was ich mache. Ich mache es trotzdem. Närrisch. Wieder einmal. Let's hope. Oh, warte. So. Sonst haben wir keinen Wind. Und da diesen kleinen Fleck noch. Da fahre ich dann, da paddel ich dann jetzt einfach kurz durch. So. Ist ja Gott sei Dank nicht so viel. Und es sind keine Seeschlangen da. Hm. Wisst ihr was? Ich recherchiere das mal eben. Ne? Und dann gucke ich mal, also ob es vielleicht irgendwie eine Änderung gab oder ich eine Patchnote irgendwie übersehen habe oder sowas. Das bedeutet, bis gleich. Alles klar, ich glaube, ich habe es geschnallt. Also, es gab diverse Diskussionen darüber und es gibt wohl Leute, die beobachtet haben, dass es zwei Arten von Seeschlangen gibt sozusagen. Und zwar, ja, sie spawnen nur nachts oder bei Sturm. Aber die, die nachts spawnen, sind sozusagen dann Nachtschlangen, nenne ich die jetzt mal, die spawnen, sobald es Tag wird. Sturmschlangen aber nicht. Das heißt, es kann sein, dass wir, wenn wir zum Beispiel hier langfahren und es ist Sturm, dann spawnt da eine Schlange. Und auch wenn wir wegfahren und später wieder hin, ist die immer noch da, obwohl es Tag ist. Aber das ändert nichts daran, dass sie... Also was ich hier jetzt gerade mache, bringt nichts. Am Tag hier rumzufahren bringt gar nichts, weil hier nichts spawnt. Das heißt, wenn ich... Dann sollte ich ja theoretisch die präferieren, die bei Sturm spawnen. Ne? Denn wenn ich jetzt zum Beispiel eine Nachtschlange finde und die... gegen die kämpfe ich und dann wird es morgens, dann ist der Kampf ja viel stressiger. Wenn ich das allerdings mit einer Sturmschlange mache, dann nicht. Okay, das bedeutet, ab jetzt werde ich nur noch bei Sturm losfahren und nachts gehen wir pennen, ne?